zusammen. Ich sitze im Auto und ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, ich bin wieder unterwegs. Und zwar habe ich heute einen wichtigen Hochzeitsvorbereitungstermin. Und zwar hat sich Great Lengths angeboten, mir meine Hochzeitsfrisur quasi zu spendieren. Und dafür bekomme ich eine professionelle Haarverlängerung. Und ja, heute ist der Vortermin zum eigentlichen Termin. Denn heute bin ich, lerne ich einmal den Salon kennen und meine Haarfarbe wird bestimmt. Das heißt, es wird geschaut, welche Extensions dann in welcher Farbe genommen werden, wie viele gebraucht werden, in welcher Länge, bla bla. All das, das wird heute rausgefunden und besprochen. Das dauert nur wenige Minuten und für diesen Termin braucht man auch keinen, Termin. Es ist eigentlich kein richtiger Termin. Also eigentlich kann man zu diesem Vortermin immer kommen, da braucht man keinen eigentlichen Termin machen. In meinem Fall brauchte ich den allerdings doch, weil ich ja drehe und filme und ja, die Damen wollten sich natürlich dann vorher noch etwas aufhübschen und ja, ist einfach wissen, wann hier gefilmt wird. Ihr hört im Hintergrund, ich habe meinen Kleinen auch dabei und ja, wir gehen jetzt einmal hinein und schauen uns das Ganze mal an. Das ist schon lang. Ja. Okay. Kann ich gerne vorne Platz nehmen. Aber es wird ja auch immer noch so ein bisschen was abgeschnitten. Ja, selbstverständlich. Nee, aber die Länge bleibt. Das ist so. Deshalb bleibe ich jetzt hier oben dran. Weil ich fange eigentlich tiefer an zu setzen. Und das aber schon, was nachher wirklich im Endeffekt bleibt, ist das die 40er Länge. Sie können aber auch bei der Nicole schauen, sie hat auch die 40er Länge drin. Das ist die definitiv die 40er Länge. Oh Gott, man sieht nichts. Das kann man auch nicht. Bei mir sehen wir auch nicht, oder? Ich hab ja auch diese Ballermähne bis zum Hintern. Ja. Auch? Ja, ist ja unfassbar. Unglaublich. Also das hier ist jetzt die 45er Länge. Aber ich bin nicht bei den 50er. Ja, gut. Das ist die 50er. Okay, das ist auch schön. Das geht dann so ein bisschen über den Busen. Genau. Busen und über Busen. Genau. Okay. Ich mag erstmal das Haar, ja? Und wenn Sie für Ihre Hochzeitsfrisur eine Hochsteckfrisur... Nein, ich lasse die Haare auch hin. Das geht auch mit Extensions, wenn man sieht. Ist ja auch jemand ohne Extensions? Nee, ja. Das ist echt so... Ja, das ist schon echt lang. Ganz lang. Ja, das ist echt schon sehr lang. Nee, ich glaube, die 45er finde ich toll. 45er? Mhm. Über den Busen, das fand ich schön. Ist es soweit. Heute bekomme ich meine Haarverlängerung und ich bin so mega, mega aufgeregt und total gespannt, wie es wird, weil es wird ja schließlich quasi meine Brautfrisur, ne, beeinflussen, weil in 2 Wochen wird geheiratet und deswegen ist das irgendwie extra spannend heute. Entschuldigt, dass ich aussehe wie aus dem, wie ausgespuckt, wie durchgekaut und ausgespuckt. Ich habe heute Nacht, ich glaube, 1 Stunde geschlafen. Weil es einfach viel zu heiß ist. Also, es ist in meinem Auto auch sehr, sehr warm. Wir haben irgendwie 30 Grad. Es ist sehr früh am Morgen und ich bin echt richtig im Eimer. Mein Babysitter hat auch abgesagt. Ich habe den Benny dabei. Es wird richtig chaotisch werden auf jeden Fall. Oh Gott. Wir tun die Damen leid.
Aber es nützt ja alles nichts. Wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Schaut euch nochmal meine Haare vorher an. So sehen sie aus. Nicht, dass ihr sie nicht schon kennen würdet. Ne? Aber ich zeige sie euch nochmal. Oh Gott, der sieht hier aus. Ja, großartig Make-up hätte sich bei 30 Grad echt nicht gelohnt heute. Okay, ich bin angekommen in Krefeld. Und hab genau vor dem Salon geparkt und gehe jetzt rein. Bis gleich. Wie Sie sehen. So, und hier werden meine Haare jetzt vorbereitet. Sie wurden speziell gereinigt mit speziellen Reinigungsmitteln, damit wirklich sämtliche Rückstände von Stylingprodukten oder Pflegeprodukten wie Silikon, Öle, ja, richtig befreit wird. Und das ist total wichtig, damit die Bondings richtig lange halten und man auch sehr lange was davon hat. Hier seht ihr gerade die Halbzeit, also die Hälfte der 175 Strähnen, die eingearbeitet wurden, wurde hier gerade verwurstet. Und ja, hier seht ihr einmal kurz, wie das funktioniert. Und zwar ist das mit einem Ultraschallgerät. Das sind ganz feine Bondings, die man wirklich kaum fühlt und sieht. Das ist sehr angenehm. Es ist auch nicht heiß, also sehr haarschonend und ja, sehr zu empfehlen. Ja, was kann ich euch noch sagen? Ja, ich habe 175 Strähnen in der 45er Länge. Ich habe zwei verschiedene Farben genommen, die wurden dann gemischt. Ja, damit es einfach meiner natürlichen Haarfarbe am ehesten entspricht. Das Besondere an den Haaren von Great Lengths ist, dass die abgeschnitten werden und dann quasi in Wuchsrichtung auch wieder an den Kopf gebracht werden. Also das heißt, keine Haare, die werden nicht irgendwie falsch herum an den Kopf gemacht. Das garantiert euch, dass die Haare nicht verfilzen und unheimlich, ja, natürlich fallen und dass ihr dann möglichst lange was von habt natürlich. Die Haare, die werden dann ganz schonend aufgehellt und dann nicht, wie wir das kennen, wie wir unsere Haare färben, mit Haarfarben gefärbt, sondern mit Lebensmittelfarbe. Ja, wenn ihr dann eine Haarverlängerung bekommt, gebe ich euch noch gerne ein paar Ratschläge, was ihr nicht tun solltet. Ihr solltet auf jeden Fall sehr viel kämmen und pflegen, dass es nicht zu Verfilzungen kommen kann an den Bondings. Außerdem, wenn ihr ja blond seid, passt auf, dass kein Blondiermittel an die Bondings kommt, weil das kann die nämlich auflösen und das ist natürlich dann schlecht. Außerdem solltet ihr eure Haare nur waschen mit silikonfreiem Shampoo und möglichst auch ölfrei, weil das kann natürlich auch dazu führen, dass die Haare dann aus den Bondings rausrutschen und das wäre natürlich genauso ärgerlich. Wenn ihr euch dafür interessiert, wo die Haare herkommen, dann schaut euch doch mal die Dokumentation im WDR oder vom WDR an. Nennt sich Vom Tempel in den Friseursalon. Das solltet ihr euch auf jeden Fall einmal anschauen, wenn euch interessiert, wo die Haare herkommen. Dann gibt es drei verschiedene Wellenstärken, also wenn ihr selber sehr lockige Haare habt. Es gibt sogar ja, gelockte Extensions. Ja, zum Preis kann ich euch sagen, das ist sehr individuell. Es kommt total darauf an, wie viele Eigenhaare ihr mitbringt, welche Länge ihr haben wollt, welchen Effekt ihr haben wollt. Also das spielt eine sehr große Rolle. Pauschal kann man das überhaupt nicht sagen. Es gibt Extensions von 20 cm bis sogar 60 cm. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 45 und das ist schon echt richtig lang. Ja, dann das Besondere an Great Lengths ist natürlich, dass jeder Salon, der mit Great Lengths arbeitet, zertifiziert ist. Und jeder, der das macht, der müsste bei Great Lengths direkt einen Kurs machen. Vorher bekommt man nämlich nicht die Geräte ausgehändigt, mit denen man das machen kann. Also Great Lengths verkauft die nicht einfach an jeden, sondern da muss man tatsächlich im Hause ja, mehrtägige Kurse machen, damit ja, dass man denen das abkaufen darf. Ja. Wenn ihr euch also für einen Salon entschieden habt, achtet auf jeden Fall auf euer Bauchgefühl, werdet ihr gut beraten. Ist die Beratung kostenlos? Ist der Säuberungsschnitt nachher kostenlos? Hat der Salon gute Bewertungen im Internet? Hat er eigene Vorher-Nachher-Fotos? Und ja, wenn euch das alles zusagt, könnt ihr da bedingungslos hingehen. Ich kann euch auf jeden Fall diesen Salon hier, Salon Bern in Krefeld, ans Herz legen. Das ist ein wirklich fantastisches Team. Ich habe mich da so wohl gefühlt und der Benny übrigens auch. Und ich liebe das Ergebnis und ich bin sehr dankbar für dieses tolle Hochzeitsgeschenk.